Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dieses Video startet direkt mit einer neuen Nachricht im Newsfeed. Und zwar ist das Devolver Kostümpaket rausgekommen. Hatte ich ja auch schon angekündigt mal. Da ist der Gato Roboto, der Messenger und der Bulletkin Skin in einer Neuauflage rausgekommen. Die sollen sehr, sehr nice aussehen. Ich habe es bisher nur auf Bildern gesehen, aber die Leute in den Foren schwärmen wohl schon davon. Könnt ihr euch auch holen. Im Shop, PS4 oder Steam sind die jetzt erhältlich. Und gestern hat sich ja auch der Shop aktualisiert. Gestern gab es leider kein Video von mir, deswegen hüpfen wir mal schnell rüber. Direkt das Alien-Tütü, 4500 Kudos, kann man eigentlich nichts falsch machen, sehen wir uns auch direkt an. Und dann haben wir hier auch schon wie angekündigt das Slimy Alien, schleimiges Alien-Gesicht, zwei Kronen, grün mit gelben Augen, ja, ihr kennt mich. Und das Unterteil, 4500 Kudos vom Alien-Tütü, holen wir uns natürlich auch und ziehen uns direkt an. So, bei den normalen Dingen haben wir hier das Muster-T-Shirt. Dann das Oberteil T-Rex, das Unterteil Riesentuckern, dann das Oberteil Stockente, das Oberteil der Hausmeister und den Spitznamen Hechtexperte. Nichts für mich dabei, deswegen ich ziehe mich mal schnell um, zumindest das Gesicht wechseln. Und mit dem Vaporwave-Gesicht sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Sehr alienmäßig, mir gefällt es gut, ich glaube so würde ich mal auf Kronjagd gehen. Und dann habe ich natürlich wie immer noch weitere News für euch. Für meine Freunde auf der PS4, die das Spiel noch nicht haben, gibt es aktuell einen PS4-Sale. 30% auf das Spiel und außerdem gibt es auch noch für die bisherigen DLC-Packs, für die Kostüme, auch nochmal Rabatte. Allerdings nicht für die Packs aus der Season 4, sondern nur für die Packs aus Season 1 bis Season 3. Und jetzt gibt es für euch einen ganz aktuellen neuen Leak. Credits gehen raus an @crankyfg. Er hat nämlich zwei neue Level geleakt, die im Mid-Season-Update rauskommen sollen. Hier sehen wir das Level Button Basher. Das soll ein 1 gegen 1 sein. Kann natürlich auch ein Team gegen ein anderes sein, wie zum Beispiel Sturzball. Und das Ziel bei diesem Spiel ist es, die ganzen Button zu drücken und somit dann Punkte zu sammeln für das Team oder für sich selber. Also ähnlich wie Energiekontrolle, wo man mit den Batterien über die Felder laufen muss, soll man hier versuchen, möglichst viele Button zu drücken, um dann das Feld, auf dem die Button sind, in der Teamfarbe aufleuchten zu lassen. Wer dann am Ende die meisten Felder hat, der gewinnt natürlich das Spiel. Hier wird es dann auch Hindernisse geben, wie zum Beispiel die Antigravitationsfelder oder die Hochgravitationsfelder und natürlich die Ventilatoren nicht zu vergessen. Und das zweite Level, das soll tatsächlich ein Finale sein und der aktuelle Name ist Slime Scraper. Hier ist es das Ziel natürlich, wie beim Schleimkraxler, von unten nach oben zu kommen und dann über die Ziellinie zu laufen. Wie schon gesagt, soll es meines Wissens nach ein Finale werden, was wir uns ja auch eigentlich alle gewünscht haben für die neue Season. Da bin ich echt mal gespannt, wie die neuen Level bei uns ankommen werden und ob es vielleicht nicht noch mehr Level gibt. Wann das Mid-Season-Update allerdings rauskommt, da steht noch nicht fest. Meistens ist es ja auch am Anfang der zweiten Hälfte der Season, von daher ein bisschen Zeit ist noch. Und last but not least gibt es natürlich auch wieder die Shop-Rotation für euch. Und zwar kommen am 16. April, wenn sich der Shop aktualisiert, diese Skins hier in den Shop. Wir haben einmal das Oberteil Nebula Captain für 5 Kronen und Ober- und Unterteil vom FGIB. Wir haben ja schon den Incognito-Skin aus dem Battle Pass bekommen. Das hier ist ein Partner-Skin für jeweils 4500 Kudos. Beide gar nicht mal so schlecht und die werde ich mir sicherlich auch holen. Credits für die Shop-Rotation gehen wieder mal raus an @fgpancake. Und wenn ihr schon dabei seid, dann schaut doch auch gerne bei den Kollegen @crankyfg und @fgpancake mal vorbei. Die haben immer die neuesten Fall Guys Updates für uns parat. So Leute, diesmal gab es ganz schön viele Infos. Ich glaube, ihr müsst sie erstmal verdauen, so wie ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, macht's gut, bis dann. Ciao!